Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker. Es ist gleich morgens, wir werden gleich losgehen und unsere Schatzkiste holen. Hier unten würde ich ganz gerne umziehen mit den Schmelzen, Zementmischer und Chemiestationen. Ne? In der Zeit, wo ich das hier unten jetzt eigentlich gemacht habe, der Plan war sowieso da, waren oben wieder noch eine Ridge. Und hat uns ein schönes Loch in die Mauer gehauen. Also die war da ein Minütchen wohl zugange, bevor ich das mitbekommen habe. Ich denke mal, wohl oder übelst werden wir wohl irgendwann auf unsere schöne Mauer verzichten müssen. Werde ich höchstwahrscheinlich umbauen müssen. Kann ich das ja mal. Hier habe ich erstmal so ein Durchsprungsloch. Ups. Hey, meine Ratz. Jo, hör auf. Ja, müssen wir den halt dementsprechend noch einen schönen Aufgang machen. Wo wir dann noch eine schöne Leiter reinmachen, damit wir hier rauf und runter können. Vernünftig, ne? Daher kommt doch gerade so der ganze Stein und Metall so ein bisschen, was ich alles habe. Hat sich hier oben gesammelt. Für Eisen war ich im anderen Loch, ne? Gegenüber von uns. Bisschen Kohle war hier unten. Dadurch, dass ich ein bisschen Kohle da unten gefunden habe, habe ich hier halt ein bisschen Nitrat weggemacht. Dass wir uns da ein bisschen zurechtfinden können. Wir könnten ein bisschen 9 mm Munition. So. Hier habe ich eine Tür reingesetzt. Hier waren ja so Holzrahmen. Ich werde mal gucken, ob man hier das davon wegmachen können, dass wir hier nochmal so vernünftigen Zeug. Das brauchen wir gar nicht. Nein. Ja, egal. So, gehen wir mal raus. Pack mal um. So, hier die Schmelzen, die sind gerade am permanent am Durchlaufen. Schon alleine er hier für Zement. Ne? So, er ist ja permanent am Durchbrezeln hier. So, die nächste Fuge, er ist hier auch gerade permanent am Durchbrezeln, einschmelzen. Da werden wir höchstens das ein oder andere wieder rausschneiden. Er macht hier gerade Sand für Zement. So, hier, zack, zack, zack. Nächste Fuge, Beton. Er damit, ne? So, komm, packen wir hier auch gleich noch mal ein bisschen was rein. So. Hier hast du das Leben. Plastik. Und Papier war hier, ne? So, Papier war da. Können wir nochmal eine Kleinigkeit essen. Kleinigkeit trinken. So, Gläser weg. Bisschen was zum Suppeln haben wir noch. Bisschen was zu essen haben wir auch noch. Uns geht's gerade relativ gut. Ja, wir haben hier 35 Eier. Hätte ich hier mal ein bisschen Blaubeerkuchen gemacht. Bei Wildbrett eintöpfen. Essensmäßig geht es uns gerade richtig. Wir haben noch ein bisschen Reis mir sogar über. Reis haben. Da habe ich noch mal 2-3 Stück angepflanzt. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich das mit euch gemacht habe oder alleine. Was ich für unten natürlich brauche, ist hier eine Menge Holz auch. Ne? Tabletten. Runter, da haben wir sogar noch ein bisschen Schießpulver. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich Schießpulver durchlassen will. Ja, hier, falls ich das jetzt nicht erwähnt habe, haben wir noch eine Reihe Mais gemacht. Hier hatte ich noch mal einmal versetzt. Ich habe noch eine Reihe Kaffee dazu gesetzt und eine Reihe Blaubeeren. Gucken wir, ob das reicht. Und hier habe ich jetzt halt dementsprechend die Hopfensamen gemacht. Ja, da könnten wir halt eigentlich noch mal gucken, dass es ein bisschen einheitlicher aussieht. Zack, einmal die Hopfen hier. Rezept. Komm. Einmal fertigen. Bier können wir eh noch nicht fertigen. Ich wollte es machen, damit wir es beim Händler verscheuern können. Aber haben wir leider noch nicht. Können wir noch nicht. Aber das finde ich ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht so wichtig. So, damit das einheitlich ist.
Booten wir das einfach mal so. Nein, machen wir das einfach mal so. Aber wenn wir schon mal zum Händler, ne? Also ich möchte jetzt die Dings holen, glaube ich. Das machen. Unseren Schatz, die wir gefunden haben in der Hornacht, in die Schatzkarte. Eier können wir auch holen. Ich würde sagen, die holen wir ganz einfach mal. 6 Eier. Keine Eier. 9. Okay. 13, ne? 14. Und da hat es noch reingeballert, ne? Blöde Kuh. Also ich denke mal, ich werde nicht drum rumkommen. Ich werde das hier bestimmt rauskloppen müssen. Und dann die Mauer nochmal ziehen. Finde ich tierisch schade. Ich fand die Mauer echt so hübsch. Ich hätte es gelassen. Aber da hatte ich keine Mitsprache. So, hier nochmal 16 Eier dazu. Perfekt. Hier nochmal die Federn weg. Federn sind zwar nur 23 Stück, aber ey, wir können uns mit Federn totschmeißen, ne? Aber ja, schon mal geil aufgefallen, ne? Hier vorne gehe ich rein, da hinten gehe ich raus, ne? Die das noch nicht mitgekriegt haben, ne? So. Wir holen uns jetzt unseren Schatz. Wenn es Fleisch gibt, halte ich an. Nehmen wir natürlich mit. Mit Fleisch. Hier geht man rum. Da war eine schöne Bodenwelle. Da finden wir ja was Schönes. In dem Schatz. So, so. Da noch. Gut, dass wir da nicht mehr radeln müssen, ne? Nest, aber keine Sorge, Leute, keine Sorge. Sofern mir nicht jetzt irgendwann die Federn ausgehen oder so, irgendwas, werde ich für die Nester nicht mehr anhalten. Lorbeerkuchen mit den Eiern ist halt ein Rattengeil, ne? So halt, man muss halt gucken, dass man mit dem Mais ein bisschen zurechtkommt. Dass man Maismehl machen kann. So, 200 Meter noch, Ladies and Gentlemen. Da sind wir am Ziel angekommen. Bitte ansteigen, klappen Sie die Tische hoch. Wir setzen zur Landung an. Zap. Da sind wir. Irgendwer Bock, irgendwer am Rumstinkern, irgendwas hier dergleichen. Hier Blei, ne? Einmal Blei. Einmal Blei. Blei gab's hier in helle Fülle. Die alten Zeiten will. Zack. So, pass auf. Da kommst du hierher, oder? Oh! Ja, jetzt kannst du auch herkommen. Sehr schön. Das nehmen wir mit, ne? Ich glaube, das ist das zweite oder dritte Wildschwein, was ich bis jetzt gesehen habe. Stopp. Tierfett? Warum schmeißt du Tierfett raus? Dann. Lass das mit rüber. Der glaubt, der hat alles rausgeballert, ne? Fett, Fleisch, der hat alles rausgeknallt. Ey, mal gut, dass mir das eigentlich aufgefallen ist hier. Boah, ich mich hier wundert. Hätte ich mich so wundert, ey. Du.
Hier noch mal, ne? Ungefähr mittig. Ja, komm. Gucken, wie lange wir brauchen. Gucken, ob ich sagen muss, ich hole euch wieder. Wenn wir einen Schatz haben. Oder ob wir gleich will. Ersten 10 machen wir zusammen, ne? Das waren jetzt aber keine 10, oder? Oder bin ich blöd? 10? Liegt an der Karte. Ich mach mal ganz kurz hier ein Loch, ne? Damit wir mal gucken können. Okay. In diese Richtung. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Machen wir mal zusammen, ne? Komm, das packen wir an. Hey, hey. Komm nicht in die Wege. Na, nicht. Ich weiß gar nicht, dass hier hinten noch ein Airdrop versteckt ist. Ja, ein paar Meter müssen wir, glaube ich, in diese Richtung, ey. So eine Rotze. Aber wir haben eine gute Schaufel, ne? Ich glaube, das klappt. Aber so kriegt man auch Leben, ne? Müssen wir dann schon auf dem Tacho haben, ne? Oh, ernsthaft, Leute? Geht ja mal weiter nach da hinten hin. Ich Stein. Mach doch deine gute Schaufel. Was? Muss doch da irgendwo sein. Der Schatz. Also dafür, dass wir da hinten eben gerade angefangen haben, sind wir jetzt ein bisschen gekommen. Jetzt sind wir hier gerade irgendwo finden wir hier gleich noch was anderes. Blei oder so was ähnliches. Wir sind zu weit. Mein Fehler. Wir waren zu weit. So. Ach du Scheiße. Was hat knacken? Los, Baby, knack. Ich nehme auch was, aber die Pistole, ich weiß. So was. Los. Schatz. So. Auf die Tinte. Wollen sie sich beschweren, ne? So, dann wollen wir mal eben noch den Airdrop einsammeln, ne? Den nehmen wir natürlich mit. Dann fahren wir zum Händler. Unserem Händler. Ach nee, doch. Hier waren wir schon drin. Da waren wir ein bisschen enttäuscht. Ne? Keine Sinne. Scheuern wir ein bisschen was bei unserem Händler. Holen wir uns eine Quest bei unserem Händler. Und dann entscheiden wir, ob wir die
Quest machen oder ob er uns ein schönes Gebäude holen. Das werden wir dann machen. So, ich wollte mal ganz kurz gucken, erstmal, bevor ich da jetzt rangehe, was mein Inventar sagt. Ich bin Pickelbagger voll. Packen das hier rüber. Packen das. Das bleibt definitiv, das bleibt definitiv. Das nehmen wir mit, das können wir rausschmeißen. Das. Können wir jetzt auf jeden Fall schon mal reingucken, ne? Gucken, was wir hier vielleicht noch schönes kriegen. Ein schönes Messer, da freut der Striker. Ein Beaker, da freut er sich auch drüber. Das ist ein sehr, sehr Ding hier. Verändern. So. Wupp, die Wupp. So. Was? So, ganz einfach. So, ab zu unserem Händler. Ist das, glaube ich. Wird da so sein, ne? Nee, wir nehmen, wir können auch den hier nehmen. Das müsste. Für ein Hühnchen. Bevor uns das Fleisch ausgeht, halt mal an. Wir wollen ja nicht, dass uns das Fleisch ausgeht, ne? So, guck mal, hier haben wir noch einen Shotgun des Seers. Ja, wir haben unsere City halt auch noch nicht durch, ne? Noch lange nicht durch. Wenn you flush, ging auch was. Okay. Hotel haben wir auch noch nicht. Brother Theater, das haben wir auch noch nicht. Pawn Shop haben wir auch noch nicht. Also das ein oder andere Gebäude, das können wir noch ein paar Monate vor uns, ne? Aber wir gucken jetzt mal an der Quest. Da. Doch, hier waren wir drin. Ich war gestern, dann musste ich kurz überlegen, ob wir hier auch schon drin waren. Ja doch. So, hast du auf? Moment. Nee. Ah, dann arbeiten wir uns von der anderen Seite ran, ne? Das bleibt hier, das. Und das kommt mit. Das ziehen wir hier unten hin, weil. Auch, ne? Gucken, was er uns alles abnimmt. Vielleicht hat er ja das ein oder andere schöne Kochrezept. So, hallo Meister. Maestro. Ne, komm, wir gucken erstmal in einem. Zwei Chemiestationen, die können wir selber bauen. Also deine Angebote kannst du gerade in die Tonne treten, Kollege. Schlagmann. Schläger, führe mal ein Baseballschläger, der letzte Schrei. Aber damals wohl schwächer, Zombies unterwegs ist. Zeit einen aufzulegen. Du kannst stark. Den nehmen wir mit. Baupark. So, das war's noch. Wer hat er? Ja. Das. Jetzt erstmal nach dem allem, was hoch.
Das. Ja, gut, okay, kommt. Willst du nicht mehr? Eine Pulle Bierchen hier, komm. Warte, oh, ein bisschen Spielverderber. Da hast du jetzt kein Interesse dran, ne? Ja. Thank you, Survivor. Ja, ich Check habe back mich auch zu soon. bedanken. I get new merch. Nee, ich Oh, wollte nicht my hin. Ja. apologies. Check back again and Quest I may have immer retro noch alles correct. hier, Alter. Einseitige Zombies vor vergrabene Vorräte. Wenn I wir could dabei jetzt gerade really so be richtig schön ready. im Buddeln waren, machen wir die jetzt auch noch weg. Vielleicht kriegen wir noch ein schönes Rezept. So, das lernen wir, das lernen wir. Die Glocken, ja. Wäre eigentlich zu schade, um das zu zerlegen. So, eine Off-Mini-Bike. So wie das ausschaut, ist das Ding wahrscheinlich gleich um die Ecke. Vielleicht kriegen wir ja dann endlich unsere. Oh. Sorry, Leute. Kein Auge zugenommen. Nein. Vielleicht kriegen wir dann irgendwann mal die Stufe 2 Quest. Zum anderen Händler hat er uns ja schon mal geschickt, ne? Oder täusche ich mich da? Und wir haben die anderen jetzt durch Zufall gefunden. Bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Den bitten wir auch die Tage. Hab ich nicht hier schon mal gebuddelt? Bevor es, wenn ich hier erst gebuddelt habe. Oder als wenn wir hier schon mal gebuddelt haben. Goldene Mitte, ne? Gib ihm Feuer von oben. Muss man hier was trinken, was essen? Essen? Bisschen Speck mit Eier. Ich glaube, ich bin jetzt gerade zu tief, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. In diese Richtung. Trommelwirbel, Leute. Alter. Wie ein Lack. Sollte nur noch Ausgang machen, ne? Mal gleich. Ja, ich weiß. Ich freue mich auf den Startknopf. Denn ihr seid doch. Hast du gerade ein paar Tage Pause gemacht, ne? So, was haben wir Schönes gekriegt? Das ist relativ, ne? Das ist am Anfang ganz herrlich, ne? Aber manchmal. Ja, ist halt so. Egal, wir kommen voran, Schritt für Schritt. Lassen uns nicht hetzen. Ne? Ich denke mal, ein, zwei Horden nicht. Die kriegen wir bestimmt noch auf unserem Wasserturm dahin. Ich denke mal, dann brauchen wir ganz andere. Wenn wir noch gucken, dass wir denn da unten noch mit Zaun 2 schmelzen. Ich denke mal so insgesamt 5, 6 Schmelzen werden wir haben. Eine für Stahl, eine für Eisen, eine für Blei, eine für Messing, zwei für Stein. Technikfreak. Aufgeladener Schlag. Dieser Technik bietet eine Chance von 50 Angriffe des Schocks sofort aufzuladen. Okay, nehmen wir natürlich das. Natürlich Antibiotikum brauchen. Taschenmordrüstung. Bauplan hierfür. Taschenmord. Eine brauchen wir nicht. Aber jetzt sind wir aufgestiegen, ne? Und kriegen noch 2000 Jetons. Siehste? Irgendwelche besonderen.
1,3 Kilometer. Da müssen wir jetzt einmal hinfahren, Leute. Das müssen wir machen und dann haben wir hier. Darf ich dein Inventar? Ja, das kannst du nochmal haben. Ein paar Schüttungs haben wir. Okay, guck mal, der schickt uns in eine ganz andere Richtung. Wo schickt er uns denn jetzt hin? Da hinten. Fahren wir ganz kurz zu Hause vorbei. Alles dabei, essen, trinken. Sprit dabei. Da sollte ich vielleicht nochmal gucken. Dann sollten wir uns, glaube ich, ein bisschen Sprit von zu Hause mitnehmen. Das sollten wir, glaube ich, machen. Was sollten wir tun? Müssen wir immer wieder gucken, ne? Ich finde das immer, das haben sie echt genial gemacht. Nehmen uns jetzt einfach ein bisschen Sprit mit und dann machen wir uns auf den Weg wieder. Hier unten, hier, was hier markiert ist, da unten ist die Eisenmine. Da habe ich so viel Eisen rausgefischt. Die ganzen Sachen hier. Und kommst du, Mäuschen, oder? Ich hoffe sonst eh an, ne? Das ist das Problem. Ja, komm. So, hier muss unbedingt der Rahmen dann auch rein. Hab noch viel vor, aber ich würd auch viel davon offscreen machen, da quäle ich euch nicht. So, Sprit war hier. Ja, komm, zack, die Hälfte davon, zapp, und raus. Aus die Maus. Platz. Machen wir da einmal voll tanken. Ja, geht's. Und weiter jetzt. So. Ah ne, das ist für die Klinik das Poppenpilz, ne? Wollte schon sagen. Boah, Alter, ich war gerade, dass ich eigentlich so Sachen habe. Ratzfatz. Den Baum haben. Schneegebiet wird da jetzt natürlich frei. Oh. Das wäre jetzt richtig geil, also so jetzt das Schneegebiet finden. Dann würde ich ja fast. Was kann ich? Er kam wieder. Wir gucken mal rein ins Auto, ne? Willst jetzt nicht abbauen oder so, aber wir gucken mal rein. Obwohl, abbauen könnte man eigentlich auch auf diesem Weg ein paar, ne? Komm. Ein paar können wir ruhig. Vier Motoren. Wir brauchen nur ein, zwei, drei Motoren. Generator, Zementmischer, nur ein, zwei Stück bauen. Mindestens noch zwei. Wir müssen da unten rein. Das dauert so ewig. Das haben sie geändert, glaube ich. Komm, gib mir Motor. So. Noch nicht mal ein Dings gekriegt, ne? Noch nicht mal ein. Kühler. Noch nicht. Kühler. Asi, wartest du auf uns? Kein Kühler, kein Motor.
Batterie. Zweimal Yam Yam, ne? Zweimal Yam Yam. Und weiter geht's, Vollgas. So. Okay, was ist hier? Aber. Ich bin auch froh sein, dass wir so nitratmäßig und so ja, eigentlich bei uns so ganz gut finden. Also. Ich habe immer noch keinen, absolut keinen Schimmer, wo. Many thanks. You proved to be very resourceful. Here's your pay. Yeah. Wo das Schneegebiet sich befindet, ne? Nummer 4 Truck. Zementmischer für 5000. Stahlschaufel. Chemiestation für 8000. Hubschrauberfahrwerk. Was ist so speziell für mich im Angebot? Armbrust. Vierer Armbrust. Das kaufen wir. Das heißt, für mich hier. Bogen hast du erledigt. Gratitude. Jo, schön, dass du da warst. Wir werden jetzt mit dem Arm uns noch ein paar Pfeile zaubern. Und dann klappt das Ganze. Sag her, was hast du Schönes hier drin? Schädelbrecher, die könnten wir kaufen. Aber. Ich spinne damit nicht. Erwisch mich ja immer wieder, wie ich das ohne mache. Unterwegs sind. Ey, die Seile. Habt ihr euch den falschen Händler gehabt, ne? Eindeutig den falschen Händler. Jetzt die Schmelz auch noch heile ist. Kotze ich ab. Alter, beim Blasebalg. Geil. Ja, halt einen Rand. Ein Blasebalg. Das ist geil. Ja. Den Blasebalg freue ich mich. So, aber hier haben wir die nächste City, ne? Weißt, wenn wir Langeweile haben, dann müssen wir rein müssen. Was wir noch tun? So, haben wir hier eine Nähe Quest oder was ist? Waterback. Ja. Was darf ich jetzt machen? Ich habe erstmal alles noch anladen hier. Nachgeladen, habe ich sonst noch irgendwas hier? Vielleicht höchstens noch unser Knüppel. Mies, ne? Ganz gewaltig mies. Eindeutig ganz gewaltig unterschätzt. Würde ich ganz einfach mal behaupten. So, das heißt, da ist der Airdrop, den holen wir uns jetzt natürlich noch mit. Den nehmen wir mit, dann fahren wir nach Hause, Quick Quest abgeben. Gucken, was war der noch für eine schöne Quest hat. Die Dinger sind echt nicht zu unterschätzen, ne? Also ich hätte jetzt echt gerne AK gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gerade froh, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin.
Da vorne runter. Jetzt habe ich gerade einen Haaransatz gesehen. Aber haben wir ja da. Ja, es war klar, dass du mir jetzt hier mal auf den Pinsel gehen willst. Alter, was sind denn das hier wieder für Berge? Was haben wir hier schönes drin? Ach du Scheiße. Das war jetzt nicht gerade so. Komm, zieh hoch. Einmal bitte auf die Straße, ey, damit wir hier so ein bisschen frische Luft holen können. BJ Building. So. Mal wieder was kennengelernt. Die Dinger nehmen. Zombie steht oder Peng. Zinsala. Weiter geht. Power-Sliding oder so. Brauchen wir nicht, müssen wir nicht machen. Hier mitten in der Pampa hört die Straße auf, weißt du, ehrlich. Das völlig falsch fahren? Nein. So, wisst ihr was, Leute? Ich verabschiede mich hiermit. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr euch die Folge anschaut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns beim Ende wieder. Ciao, ciao. Euer Schweiger.